Hi, wieder recht herzlich willkommen bei den Hardware-Checkern. Ich bin der Jaraffi und wir schauen uns heute ein ITX-Gehäuse an. Das ganze Teil hört auf den Namen Raichintech Metis, ist demnach von der Firma Raichintech. Test dazu gab es bereits von mir im Forum mit diesem Video und natürlich mit noch einigen weiteren Bildern und einigen Ergänzungen. Werde ich den Test jetzt dann noch ein bisschen auf. Link zum Test findet ihr dann unter diesem Video und den Ergänzungsbereich findet ihr dann oberhalb des Fazits. Ja, das ist das Raichintech Metis in Rot. Wir hatten es ja damals uns in Silber angeschaut mit Sichtfenster. Ich habe jetzt hier die Variante ohne Sichtfenster. Preislich hierbei liegen wir bei 45 Euro grob in Deutschland. Wenn ihr ein Sichtfenster haben möchtet, zahlt ihr da 2 bis 3 Euro mehr, je nach Farbvariante natürlich. Wenn euch Rot nicht gefallen sollte, was ja vorkommen kann, gibt es das ganze Teil natürlich auch noch, wie angesprochen, in Silber, Schwarz, Grün, Blau und Gold. Das sollte also für jeden die richtige Farbe dabei sein. Was ist jetzt an diesem ITX-Gehäuse so besonders? Nun, zum einen ist es wirklich mal kompakt gehalten. Manche ITX-Gehäuse sind ja ein bisschen größer ausgefallen, was für mich persönlich dann kein ITX mehr ist. Das hier ist durchaus noch ein kleines, kompaktes ITX-Gehäuse. Ihr seht es auch, man kann es sich auch wunderbar auf den Tisch stellen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen größeren Arbeitstisch hat. Und so sieht das gute Stück dann aus. Ist komplett aus Aluminium gefertigt und gebürstet, wie ihr hier auch sehr schön erkennen könnt. Sehr schön hier zum Teil ersichtlich die Front. Durchgehend geschlossen mit dem Powerschalter oben und mit einem LED-Ring herum und hier noch das Raichintech Logo. Ja, Variante hier wie gesagt ohne Sichtfenster auf der Seite. Hier wäre nochmal ein Sichtfenster dann, wo jetzt die Luftschlitze sind. Da, wenn ihr ein Sichtfenster habt, könnt ihr natürlich eure Hardware da richtig schön in Szene setzen, auch wenn es vielleicht nur ITX-Hardware ist, aber es sieht dann einfach schick aus, vielleicht mit entsprechender Beleuchtung. Ja, ansonsten Seitenteile sind mit jeweils 2 Schrauben oben und unten fixiert. Wenn ihr die aufmacht, könnt ihr das ganze Teil einfach aufmachen und dann auseinanderbauen. Andere Seite sieht dann genauso aus. Auch hier habt ihr nochmal Lüfterschlitze und jeweils 2 Schrauben. Rückseite natürlich interessant. 120 mm Lüfter ist da drin verbaut. Der zieht die Luft raus. Oder ihr könnt natürlich auch die Variante nehmen, ihr schnappt euch eine Kompaktwasserkühlung und setzt die hier rein, die kühlt gleichzeitig die CPU und zieht dann auch noch ein bisschen warme Luft raus. Oder ihr macht es natürlich umgedreht, ihr lasst die Wasserkühlung von draußen kalte Luft ansaugen und sie ins Gehäuse reinblasen. Ja, ansonsten hier auch noch ersichtlich 2 PCI-Slots. Da könnt ihr zum Beispiel eine Grafikkarte reinbauen mit einer Länge von bis maximal 170 mm. Bedingt natürlich durch das Netzteil, denn in diesem Gehäuse findet ein großes ATX-Netzteil seinen Platz. Wenn ihr ein kleineres Netzteil verwendet, habt ihr natürlich auch mehr Platz für eine Grafikkarte. Wie das dann aussieht, das könnt ihr euch im Test mal anschauen. Da gibt es ja schon ein paar Bilder, wie das mit einem eingebauten System aussieht. Aber im Roten habe ich da noch was Besonderes vor, denn da kommt ein kleines MSI Gaming System auf ITX-Basis rein. Dazu aber natürlich später noch mehr. Dann auch ersichtlich hier die ATX-Blende. Da könnt ihr dann die Anschlüsse von eurem Mainboard raushauen. Ja, apropos ATX-Netzteil, jetzt fragt ihr euch ja, wo zum Henker ist jetzt hier das ATX-Netzteil. Nun, hier ist schon einmal der Stromanschluss. Denn das Netzteil ist hier intern eingebaut. Wie das aussieht, schauen wir uns im nächsten Teil des Videos an, wenn ich das Case mal aufschraube. Vielleicht noch kurz zum I.O.-Panel einige Worte von mir. Entschuldigung. Das sieht so aus, wir drehen es einfach mal. Da seht ihr hier sehr schön, ihr habt hier zweimal USB 3.0, also die aktuelle Variante, die es gerade gibt. Jetzt kommt ja dann 3.1 raus, aber das sei mal noch dahingestellt, wie lange es da braucht, bis verfügbare Geräte verfügbar sind. Und natürlich hier noch 2 Audiobuchsen, einmal für den Kopfhörer, einmal für ein Mikrofon, zum Beispiel für euer Headset oder was weiß ich, was ihr da anschließen möchtet. Dann vielleicht noch kurz zum Boden, der sieht so aus. Und da seht ihr jetzt auch schon, wo das ATX-Netzteil verbaut ist, nämlich hier. Und natürlich hier seht ihr die Bohrungen mit den Antivibrationspads für die Laufwerke, die werden hier verschraubt. Und wir haben hier natürlich 4 gummierte Füße, die beim Metis für einen sicheren Stand sorgen. Das Gehäuse ist recht leicht, wie ihr seht, dadurch, dass es natürlich aus Aluminium gefertigt ist und sehr kompakt ist. Knappe 2,5 Kilo könnt ihr also problemlos, wenn noch keine Hardware drin ist, rumtragen, auch hochheben. Oder vielleicht ist das auch interessant, wenn ihr gerne auf LAN-Partys geht. Ja, das wäre es jetzt mal mit dem Äußeren zum Metis. Ich würde sagen, jetzt schrauben wir es mal auf und dann sehen wir uns im nächsten Teil des Videos wieder. Ja, hier so sieht das ganze Metis dann aus, wenn wir es aufgeschraubt haben. Das sind die beiden Seitenteile hier, sind natürlich ebenfalls in sehr schickem Rot eloxiert bei Aluminium. Und wer des Moddings mächtig ist, der kann hier sich eigentlich auch selbst ein Sichtfenster reinschneiden. Aluminium lässt sich ja sehr gut bearbeiten mit meistens einfachen Werkzeugen. Ja, so sieht es innen aus. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
würde ich sagen, wir haben hinten den Mainboard-Schlitten. Das Mainboard wird hier also senkrecht eingebaut, wie wir das auch von größeren Desktop-PCs kennen. Und natürlich auch mit dabei und besonders für ein ITX-Gehäuse eine Aussparung für CPU-Kühler. Da könnt ihr die genauso problemlos montieren, wie ihr das vielleicht auch in eurem großen PC macht. Apropos CPU-Kühler, hier könnt ihr große Kühler einbauen mit einer Höhe von bis zu 16 cm. Da könnt ihr also die meisten gängigen, auch größeren CPU-Kühler verwenden. Ist natürlich abhängig davon, was ihr hier noch für eine Grafikkarte reinbauen möchtet und auch für ein Netzteil. Ein bisschen Platz sollte noch sein, dass das gute Stück dann Luft ziehen kann. Ja, wie gesagt, vormontiert ist hier ein 120 mm Lüfter, das ist dieses Teil hier. Könnt ihr natürlich auch austauschen gegen zum Beispiel einen mit LEDs oder auch, wie angesprochen, gegen eine Kompaktwasserkühlung. Netzteil findet hier vorne hinter der Front direkt seinen Platz, ragt dann also bis hier oben. Und dann seht ihr auch sonst sehr schön, warum hier nur eine Grafikkarte mit bis zu 17 cm reingepackt werden kann bei normalen ATX-Netzteilen, da die dann am Netzteil anstoßen würde. Außerdem empfehle ich euch bei diesem Gehäuse ein Netzteil mit Kabelmanagement. Hat einfach den Vorteil, da ihr hier, wie ihr seht, das Ganze sehr kompakt gehalten ist, habt ihr recht wenig Platz, um nicht benötigte Kabel zu verstauen bzw. sie einfach zu verstecken. Das funktioniert hier relativ schlecht aufgrund des kompakten Ausmaßen vom Gehäuse. Also solltet ihr hier ein modulares wählen, da könnt ihr einfach nur die Stecker dran machen, die ihr dann auch wirklich benötigt. Ja, wir sehen hier oben noch, hier drüben ist es, ein Schacht. Da könnt ihr noch ein 3,5 Zoll Laufwerk, zum Beispiel eine Festplatte reinbauen oder auch noch ein 2,5 Zoll Laufwerk. Ein Platz für ein optisches Laufwerk ist im Metis nicht vorgesehen. Wenn ihr das verwenden möchtet, solltet ihr natürlich auf ein externes zurückgreifen, zum Beispiel ein USB-Laufwerk, hat auch den Vorteil, könnt ihr natürlich an allen anderen Geräten bei euch zu Hause auch verwenden, da das mit USB ja kein Problem mehr ist. Ja, Staubfilter hat das Gehäuse jetzt leider auch nicht, zum Beispiel beim Netzteil unten. Wenn da natürlich dann Staub ins System kommt, dann ist der Staub halt mal drin, aber müsst ihr es halt ab und zu mal sauber machen. In meinem Test, den ich euch bereits getippt habe, könnt ihr das alles natürlich schon nachlesen. Das hier ist jetzt nur das ergänzende Video dazu. Noch kurz von mir, warum habe ich mir jetzt eigentlich die rote Variante besorgt? Nun, da kommt, wie angesprochen, mir ein MSI Gaming System rein, was natürlich farblich in Schwarz-Rot dazu sehr gut passt. Da unter anderem drin ein Z97 Gaming von MSI im ITX-Format und natürlich eine Radeon 270X im ITX-Format von MSI. Wie das Ganze dann aussieht und wie der Einbau dann aussieht, das schauen wir uns im Test dann noch weiter an. Ich hoffe, das kleine Video zum Ryzen Tech Metis hat euch bis hierhin mal gefallen. Wie gesagt, wenn ihr ein cooles ITX-Gehäuse sucht, kann ich euch das nur empfehlen. In meinem Test lest ihr auch nach, was mir gut gefallen hat und was vielleicht nicht so cool war. Ansonsten, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und natürlich mit dem Test. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst uns ein Abo da, das freut uns natürlich immer sehr. Oder schreibt uns auch drunter, was ihr euch wünscht zum Testen 2015. Wir probieren das Ganze dann natürlich umzusetzen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.